In Zeiten von Social Media gibt es immer wieder Kriminalfälle, die zu Phänomenen werden. Ein solcher Fall ist auch der von Rudy Farias. Der junge Mann tauchte kürzlich wieder auf, nachdem er 8 Jahre lang als vermisst galt. Das allein ist natürlich genauso bemerkenswert wie erfreulich. Doch als diese Meldung Anfang Juli 2023 durch die Presse geht, kann noch niemand ahnen, in welche Richtung sich der Fall entwickeln wird. Alles beginnt am 5. März 2015. Rudy Farias ist 18 Jahre alt und lebt bei seiner Familie in Houston, Texas. Die letzten Jahre waren für den Teenager sehr schwierig. Er leidet unter Depressionen. Sein älterer Bruder ist vor einigen Jahren bei einem schweren Motorradunfall gestorben. Rudy hatte eine sehr enge Bindung zu ihm. Er ist sein bester Freund. Er und seine Mutter Janie sind als Erster am Unfallort eingetroffen, konnten jedoch nichts mehr für Rudys Bruder tun. Er starb vor ihren Augen. 2014 beging Rudys Vater Suizid. All das beschäftigt den jungen Mann natürlich sehr. An diesem Märzabend geht er gegen 18 Uhr mit seinen beiden Hunden spazieren. Es ist ein Spaziergang, von dem Rudy jahrelang nicht zurückkehren wird. Am Abend des 6. März kehrt einer der beiden Hunde allein zurück nach Hause. Am nächsten Morgen taucht der zweite Hund beim Haus der Familie auf. Beiden Hunden fehlt jeweils die Leine. Ihr Besitzer Rudy Farias ist nirgends zu sehen. Als die Polizei sich dem vermissten Fall annimmt, ist sie zunächst optimistisch, Rudy schnell zu finden. Niemand denkt, dass ein Verbrechen vorliegen würde. Der 18-Jährige war zu Fuß in seiner Wohngegend unterwegs. Eigentlich kann er nicht weit sein. Doch alle Suchbemühungen sind umsonst. Rudy Farias bleibt verschwunden. Bis zum 29. Juni 2023. Vor einer Kirche in Houston, etwa 8 Meilen von Rudys Wohnort entfernt, wird ein junger Mann gefunden. Er ist nicht ansprechbar und wird in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort kann seine Identität festgestellt werden. Es ist der seit nunmehr 8 Jahren vermisste Rudy Farias. Der junge Mann ist inzwischen 25 Jahre alt. Seine Mutter Janie Santana teilt ein Foto, das Rudy in einem Krankenhausbett zeigt. In einem Statement von ihr heißt es: Mein Sohn Rudy erhält die Pflege, die er braucht, um sein Trauma zu überwinden. Aber im Moment kann er nicht sprechen und nicht mit uns kommunizieren. Weiter berichtet sie, ihr Sohn habe Schnitt- und Brandwunden und sei geschlagen worden. Der Fall wird über Nacht zu einer medialen Sensation. Nicht nur die Freude darüber, dass eine vermisste Person nach so langer Zeit wiedergefunden werden konnte, ist unbändig, sondern auch die Neugier danach, was Rudy in den letzten 8 Jahren wohl zugestoßen sein mag. Wo hat der 25-Jährige sich all die Zeit aufgehalten? Wie landete er bewusstlos vor einer Kirche nur wenige Meilen von seinem Elternhaus entfernt? Schnell kommen zahlreiche Gerüchte und Mutmaßungen auf. Zunächst erscheint das pietätlos. Immerhin konnte Rudys Familie ihn gerade nach 8 Jahren zum ersten Mal in die Arme schließen. Doch in den Tagen nach Rudys Auftauchen melden sich immer mehr Stimmen, die sich einig sind. Hier stimmt etwas nicht. Denn Nachbarn von Rudys Mutter erzählen Journalisten und der Polizei, dass sie Rudy regelmäßig gesehen hätten. Zuletzt erst ein paar Tage bevor die Nachricht über sein Auffinden publik wurde. Auch Familienmitglieder unterstützen diese Behauptung. Die Nachbarn hätten gar nicht gewusst, dass der Mann vermisst wurde und seien sehr überrascht gewesen, als sie in den Nachrichten davon hörten. Janie habe ihnen den jungen Mann als ihren Neffen Dolph vorgestellt. Eine Cousine behauptet sogar, sie habe vor ein paar Jahren die Polizei kontaktiert, nachdem sie Rudy bei seiner eigenen Mutter zu Hause gesehen hatte. Während die noch immer herum erzählte, ihr Sohn sei verschwunden. Das Haus von Janie wurde daraufhin durchsucht. Doch der Vermisste wurde damals nicht gefunden. Am 5. Juli 2023 bekommt der Fall jedoch noch einmal eine ganz andere Dimension. Der bekannte Aktivist Quenel X hat sich eingeschaltet. Er ist vor allem in Texas aktiv und setzt sich insbesondere für die Aufklärung von Kriminalfällen ein. Während der Befragung mit der Polizei ist er anwesend, um Rudy zu unterstützen. Allerdings sagt Rudy selbst kein Wort. Das passt ja auch dazu, dass seine Mutter in ihrem Statement sagte, Rudy könne derzeit nicht kommunizieren. Doch das ändert sich mit einem Mal. Denn Rudy kann sprechen und fragt nach einem Einzelgespräch mit Quenel X. Er hat wohl Vertrauen zu dem Aktivisten gefasst. Quenel kann daraufhin mit Rudy und einem Detective unter 6 Augen sprechen. Und genau diese Unterhaltung könnte nun der Durchbruch in diesem merkwürdigen Fall sein.
Während der Befragung soll Rudy unfassbare Details dessen ausgebreitet haben, was er in den letzten 8 Jahren erlebt hat. Als er mit Quennell und dem Detective allein ist, beginnt er zu sprechen. Der Aktivist hat die Erkenntnisse der Unterhaltung in einem Interview geteilt. Rudy habe erzählt, er sei am 6. März 2015 tatsächlich von zu Hause weggelaufen. Damals habe er es nicht länger mit seiner Mutter ausgehalten. Sie habe Rudys Grenzen nicht respektiert und ihn wie einen Sklaven behandelt. Janie habe ihn sogar mit zu ihrem Arbeitsplatz genommen und ihren Sohn ihre Arbeit erledigen lassen. Außerdem habe Rudy sich mit ihr ein Bett teilen müssen. Wann immer Rudy versucht habe, sich aus dem gemeinsamen Schlafzimmer zu schleichen, habe Janie auf ihn eingeredet. Sie habe gesagt, er solle sich wie ihr Ehemann verhalten und den Vater im Haus der Familie spielen. Sie habe ihren erwachsenen Sohn auch dazu gezwungen, mit ihr gemeinsam zu duschen. Nach seinem Ausrissversuch habe Rudy sich schon nach 2 Tagen dazu entschieden, doch wieder zurück nach Hause zu kommen. Von da an habe seine eigene Mutter ihn dazu gezwungen, sich im Haus zu verstecken. Janie habe ihm erzählt, er würde bei der Polizei in Schwierigkeiten kommen, wenn sich herausstellt, dass er einfach weggelaufen ist. Zunächst habe Rudys Mutter ihn außerhalb versteckt. Später habe sie ihn zurück ins Haus gebracht. Es ist auch davon die Rede, dass die Mutter Rudy jahrelang unter Drogen gesetzt haben soll, um ihn gefügig zu machen. Außerdem sei sein Körper von Narben übersät, die vermuten lassen, dass Rudy über Jahre hinweg immer wieder verletzt worden sein muss. In den letzten Jahren habe Janie ihm erlaubt, einzelne Nachbarn zu besuchen. Sie habe Rudy eingeschärft, sich ihn als Doll vorzustellen. Offenbar sei sie davon ausgegangen, dass man den vermissten Fall Rudy Farias nach all den Jahren inzwischen vergessen habe. Und tatsächlich hat Rudy sich als Dolph ausgegeben und niemanden von seiner wahren Identität erzählt. Seine Mutter soll ihm über all die Jahre immer wieder eingeredet haben, er würde riesigen Ärger von der Polizei bekommen, weil er 2016 weggelaufen war. Die Sichtungen der Nachbarn und die Behauptungen der Familie scheinen also zu stimmen. Rudy Farias hat sich nach eigenen Angaben all den 8 Jahren, in denen er vermisst wurde, zu Hause aufgehalten. Und nur, weil seine Mutter ihn mutmaßlich dazu gezwungen, ihn missbraucht und ihn bedroht hat. Während des Gesprächs mit dem Aktivisten und dem Detective habe Rudy immer wieder gesagt, er wolle nicht, dass seine Mutter Ärger bekommt. Er möchte nicht, dass sie ins Gefängnis muss. Das ist ein weiterer Anhaltspunkt dafür, wie sehr Janie Rudy indoktriniert haben muss. Rudy konnte vor der Kirche identifiziert werden, weil er eine Kreditkarte von Janie dabei hatte. Wie genau Rudy aber vor der Kirche landete, ist immer noch unklar. Laut Nachbarn soll Rudys Mutter nach den Anschuldigungen ihr Haus verlassen haben. Die Nachbarn riefen daraufhin die Polizei. Ob nun nach Rudys Mutter gesucht wird oder ein Haftbefehl gegen sie erlassen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Bis jetzt hat sich die Mutter noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bislang sind die Aussagen von Rudy natürlich nicht belegt, aber die Erzählungen klingen mehr als konkret und werden nun von der Polizei untersucht. Wenn sich alles als wahr herausstellt, könnte dieser Fall schon bald in die Kriminalgeschichte eingehen. Im Laufe der Jahre hatte Janie mehrere Privatdetektive engagiert. Diese sollten zum Verschwinden von Rudy ermitteln, stießen aber schon bald auf Ungereimtheiten. So soll Janie ihnen zunächst ein falsches Geburtsdatum von Rudy gegeben haben. Als Suchplakate gedruckt werden sollten, stellte sie kein aktuelles Bild von Rudy bereit. Stattdessen soll das Bild den Jungen zeigen, als er 14 Jahre alt war. Als auf der Spazierstrecke ein Rucksack und ein Asthma-Inhaler gefunden wurden, gab Janie sofort an, die Sachen würden ihrem vermissten Sohn gehören. Das stellte sich allerdings als falsch heraus. Rudy hatte kein Asthma und der Rucksack gehörte zu einem Grundschulkind. Einige der ehemaligen Privatdetektive haben inzwischen bekannt gegeben, die Zusammenarbeit mit Janie damals beendet zu haben. Ihnen sei die Geschichte merkwürdig vorgekommen. Vor allem, weil Janie darauf pocht, ihr Sohn sei höchstwahrscheinlich von einem mexikanischen Menschenhändlerring entführt worden. Wenn Rudys Angaben stimmen, war er in dieser Zeit im Haus von Janie versteckt und musste emotionale und körperliche Gewalt erleiden. In den nächsten Wochen wird es sicherlich einige neue Entwicklungen geben. In welchem Tempo ist schwierig zu sagen. Rudy dürfte nach den letzten 8 Jahren schwer traumatisiert sein. Es bleibt zu hoffen, dass er viel Unterstützung erhält und der Fall lückenlos aufgeklärt werden kann. Sobald genügend neue Informationen zusammengekommen sind, erzähle ich euch hier bei Crime News davon. Abonniert den Kanal also gern, falls ihr nichts verpassen wollt. Und hinterlasst auch gerne ein Like und Kommentar. Das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter.
Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht, und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.